Moin Leute, wir haben eine neue Runde Call of Duty Modern Warfare und heute mit der ASVAL, eine neue AR mit Unterschallmuni. Ja, richtig gehört, Unterschallmuni und eine Schalldämpfung bedeutet, ihr werdet nicht auf der Karte markiert und ihr könnt die Waffe auch cool umbauen. Der Vorteil wäre eine hohe Feuerrate, eine gute Time to Kill und auch ja die Schalldämpfung. Der Nachteil wäre die Treffergenauigkeit bei Dauerfeuer natürlich. Dann noch die Muni-Probleme, denen ihr verballert eure Muni im Nu. Und noch ein Nachteil wäre manchmal die Time to Kill auf Longshot-Distanz. Aber dafür könnt ihr die echt cool umbauen, wie eine Art Sniper-Rifle. Aber im heutigen Gameplay eine normale Runde mit der normalen AR. Und ja, momentan mache ich noch Longshots und Feinde angelehnt töten für die Goldtarnung. Und dafür haue ich euch schon mal hier einen Waffenguide mit rein für die VSS. Eine Art Sniper-Rifle, die ihr kennen werdet von Trug-Off oder Fortnite. Und mein eigentlicher heutiger Waffenguide wäre hier die ASVAL mit einer guten Mobilität, Sprint-Out-Time, eine erhöhte Treffergenauigkeit und mit einem kleinen nicht mehr Muni. Wenn ihr darauf Bock habt, gerne hier dranbleiben, euch meinen Waffenguide angucken, gerne nachbauen und reinkommentieren, wie ihr die Waffe findet. Ich bin momentan aber, wenn ich ehrlich bin, noch am Überlegen, ob ich die Waffe echt auf Gold mache, weil gut gefallen tut mir den nicht unbedingt gerade und momentan gibt es auch ein paar Spielefehler mit Wallbanging, aber egal, gleich mehr darüber und go mit dem Waffenguide. Yo Leute, im heutigen Waffenguide die beste Waffenklasse für jeden Rusher, mit der ASVAL natürlich und hier, let's go. Wir starten durch mit dem 5MW-Lasermarkierer, dadurch habt ihr nochmal mehr Sprint-Out-Time und eine bessere Hüftfeuerkontrolle. Mit dabei wäre noch hier Vollcast Trelock für nochmal mehr Kontrolle beim Feuern und Stabilität beim Unaim. Der Nachteil wäre dann die Grundbeweglichkeit im Aim, aber auch kein Problem. Mit dabei wäre noch gemusterte Griffband für mehr ZV-Geschwindigkeit und Sprint-Out-Time. Dann nochmal hier erweiterte Magazine für nochmal mehr Muni. Wichtig bei der Waffe, ihr könnt aber auch Fingerfertigkeit nehmen. Und seltener Vordergriff für mehr Treffergenauigkeit im Aim und aus der Hüfte. Wenn ihr aber wollt und ihr noch Longshots braucht, gerne umbauen mit einem starken Kaliber, dann taktische Lasermarkierer, dann Vollcast 200er Lauf und dann auch hier mit den Dragon of Scope. Dadurch habt ihr eine kleine Sniper Rifle gebaut, mit guten Schaden, gute Reichweite, eine perfekte Treffergenauigkeit. Nachteil wäre manchmal der Waffenschaden, da ihr gerne noch immer Hitmarker macht wie bei einer Dragunov. Aber im Normalfall habt ihr damit keine Probleme und könnt immer schön hier Longshots machen und die Goldtarnung freischalten. Mein kleiner Tipp wäre dafür noch Bodenkrieg oder größere Karten oder der Hardcore-Modi. Da macht ihr auch wenige Hitmarker oder gar keine mehr mit den starken Patronen. Mit meinem Waffenguide werdet ihr keine Probleme mehr haben auf der Langdistanz oder im Nahkampf auf normalen Multiplayer-Karten. Und durch die Schalldämpfung werdet ihr nicht auf der Karte bemerkt. Und könnt im Normalfall eigentlich reinpushen, bei Suchen zerstören, bei Sprengkommando oder Cyberangriff und die Gegner werden euch nicht bemerken. Der kleine Nachteil natürlich noch immer bei der Waffe, durch den Schaft habt ihr weniger Beweglichkeit im Aim drin, bedeutet den Nahkampf lieber aus der Hüfte reinfeuern, dafür habt ihr hier den Griff mit dabei und den Lasermarkierer und ja, dann halt an Aim und dann auf lange Distanz gehen, für die Longshot-Medaillen natürlich. Und wenn ich ehrlich bin, die Waffe gefällt mir gut, die Vorteile überwiegen teilweise die Nachteile. Eine der Nachteile wären auch noch die Muni-Art, denn ihr könnt nicht überall Muni blündern, bedeutet ihr bräuchtet Blünderer-Paket mit dabei, hier die Perk-Fähigkeit. Oder natürlich Muni-Packs, denen ihr könnt nicht bei jeder Leiche Muni auffüllen und dadurch könnt ihr gerne mal auf einen guten Streak mal drauf gehen. Tja, ich bin ein paar Mal kurz zur Nuke gestorben, weil meine Kollegen keine Muni-Pakete dabei hatten und ich habe auch nicht dran gedacht, dass die Waffe, tja, keine Muni nachfüllen kann. Aber ich denke mal, wenn ihr ein klein wenig übt mit der Waffe, kommt ihr damit auch ohne Probleme klar und könnt eine gute Runde damit machen. Aber meiner Meinung nach gehen ein paar Sturmgewehre besser ab durch die erhöhte Mobilität, mehr Muni-Kapazität, durch die erhöhte Reichweite oder durch die bessere Handhabung. Aber die Waffe geht eigentlich komplett in Ordnung. Aber die Waffe wird wahrscheinlich nochmal runtergenervt, denn momentan haben die starken Patronen mit den hohen Kalibern irgendwie einen heftigen Wallbang. Und ja, ich denke allgemein, die Time to Kill wäre ein klein wenig übertrieben. Eventuell wird die Waffe ja noch gebufft oder genervt, keine Ahnung. Aber ich finde die momentan echt in Ordnung. Und gerne mal reinschreiben in die Kommentare, wie ihr die Waffe findet und auch meinen Waffenguide natürlich. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich meinen Kanal gerne abonnieren für weiteren Call of Duty Modern Warfare Content. Wenn ihr mal Bock habt, könnt ihr mich gerne adden, gerne mal mitmachen für ein paar Runden Call of Duty MW. Dann an der Stelle Leute, haut rein und goodbye.